Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Potion Permit. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge ein bisschen weiter das Gebiet da unten erkundet und haben auch sowohl zwei neue Tränke hergestellt und das ging diesmal problemlos. Wir brauchten nicht mal das Kessel-Upgrade. Es ging alles, ich will ja nicht sagen, ne, aber das war schon, es lief alles flüssig, so. Flüssig wie die Tränke. Und wir werden jetzt erst einmal das Iris-Getränk bei Maya abgeben. Und danach das Tonikum bei den Boys. Haben wir hier neue Missionen? Noch nicht, okay. Woche ist ja auch noch nicht ganz vorbei, ne? Sagen wir es mal so. So, Maya, ich habe das, was du willst. Aufgabe, yep. Und was hat er zu sagen? Sagtest du nicht, du würdest mir zeigen, wie weit du gekommen bist? Fabelhaft, ich komme hin. Oh, was? Okay. Oh, stimmt, das war ja irgendwas. Ich bin gespannt. Was hat es wohl auf sich damit jetzt? Oh mein Gott, das... Damit haben wir das Problem gelöst? Ja, da seid ihr ziemlich flabbergast, ne? Oh, neue Pflanzen. Sehen ein bisschen aus wie von Plants vs. Zombies, die. Meine Güte, Len, das ist ja wunderbar. Ich traue meinen Augen kaum. Du hast es geschafft, alle Rückstände zu beseitigen. Ja, das staunt ihr, hä? Also konnte dieses Alchemistenproblem nur von einem anderen Alchemie-Genie gelöst werden. Was bedeutet, dass die Alchemie-Genies aus der Hauptstadt das Problem tatsächlich hätten beheben können. Ja. Wenn die aufgebrachten Bürger ihr Hilfsangebot nicht abgelehnt hätten. Und deswegen stereotypisiert nicht alles. Ich vertraue auf Len. Dankeschön. Ja, ich hoffe, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Dann wollen wir mal zurück, Forrest. Würdest du mich begleiten? Er nimmt ihn jetzt so Huckepack. Natürlich, Bürgermeister. Unbekannter Rückstand. Ja, dankeschön. Ja, bin ein bisschen traurig. Sah nämlich auch cool aus, das Ganze hier. Aber wir haben dadurch ja neue Pflanzen. Und ich bin gespannt, was das für welche sind. So. Und es sind Regenbogentau. Ja, das ist auch cool. Regenbogenfarben sind auch super sick. So. Die brauchen aber auch lange zum Abbauen. Ich hoffe, die haben eine nice Form, dass man wirklich gut Tränke damit machen kann. Sonst lohnt es sich nicht. Aber die werden schon eine gute Form haben. Kann man das schon im Inventar sehen? Tatsächlich. Wir gucken direkt mal. Oh, ein Viereck. Okay, das hört sich gut an schon. Das hört sich jetzt schon fantastisch an, um ehrlich zu sein. So. Ich möchte hier hinten aber gar nichts tun, sondern ich möchte eigentlich mich zurück-TPen in die Stadt. Da muss ja noch eine TP-Stelle sein, irgendwie mitten in der Stadt, oder? Warum ist unsere Energie eigentlich direkt aufgebraucht? Achso, wir waren ja schon, egal. Kurz verscheckt. Wir können uns ja kurz mal einen Apfel oder so holen. Einen kurzen, mehligen Apfel. Oh Gott, nicht der. Oder Mais. Ne, ein Apfel bringt, glaube ich, mehr, ne? So, jetzt hauen wir uns ein paar Äpfel rein. Die gar nichts bringen. Was zur Hölle? Oh Gott. Bringt was mehr hiervon? Ich werde halt kein Fleisch mehr holen. Ich meine, so teuer sind die halt nicht. Nehmen wir mal 10 Stück. So, dann hauen wir uns 10 Maiskolben rein. Naja. Wie gesagt, das ist nicht so teuer. Also von daher kann man sich das mal erlauben. Naja. Aber wer auch immer so viel isst. Warte, was? Ich wollte gerade fragen, ob da ein Bayerer steht, aber das ist nur der Typ. Ich habe kurz gedacht, der hätte so eine Lederhose an und ist da so am Stepptanzen oder so. Ich habe es nur im Augenwinkel gesehen, okay? Okay, das war's am Blackboard. Was wohl? An alle Einwohner von Mondburg. Ich spendiere kostenlos Drinks nach meinem neuesten Rezept an alle. Der Vorrat ist sehr begrenzt. Sichert euch schnell euren Vorrat im Gasthaus zum Trägenkrug. Oh. Ja, warum nicht, ne? Ich meine, ich würde so ein gratis Getränk auf jeden Fall mitnehmen. Für Getränke bin ich immer zu haben.
bei Essen nicht immer, weil ich nicht alles esse, aber bei, ich meine, bei Getränke, da probiere ich eigentlich soweit alles. Immer wenn ich irgendwie im Supermarkt irgendein Getränk sehe, was ich noch nicht probiert habe, nehme ich mir das meistens mit, außer es ist halt mit Alkohol oder so. Aber sonst nehme ich es eigentlich immer mit. Meinte der nicht, er hat Getränke? Brauchst du etwas? Oh, wahrscheinlich hier am Shop, ne? Ja. So. Was musst du mal drücken? Das. Oh, der hat die guten Sachen. Kein Wunder, ich muss hier kaufen. Premium-Wurzelbier. Ich bin ehrlich, das hört sich nicht gut an. Eine Pilzsuppe. Gucken wir mal, wie viel die bringt. Okay, das ist schon mal definitiv besser, als wenn wir uns 10-mal Mais kaufen. Das sehe ich doch schon eher. So, aber wir wollten noch zu Derek gehen. Und das werden wir jetzt auch tun. Los, Boni, zeig mir, wo Derek ist. Das ist voll cute, dass uns unser Hund den Weg weisen kann zu denen. Oh, der ist zu Hause, oder? Nee, doch nicht. Hier. Klingentonikum. Bin gespannt. Also, das ist der Trank, von dem du gesprochen hast? Ja. Probieren wir aus, ob er funktioniert. Ja, wird er schon, vertrau mir. Wenn Len die Wahrheit sagt, dann sollte ich das hier jetzt hochheben können. Bist du sicher, dass du das ganz alleine tragen kannst? Das finden wir ja jetzt raus. Okay. Jetzt habe ich einfach den falschen Trank gemacht und er ist einfach schwächer dadurch. Alles? Alles auf einmal? Wow, du hast wirklich jedes einzelne Paket ganz alleine getragen. Okay, die sind öfters gegangen. Ich wollte gerade sagen. Siehst du, ich habe dir doch gesagt, dass ich stark bin. Naja. Der Trank von Len hat wirklich funktioniert. Es ist vorübergehend, richtig? Ja. Wirklich? Ja. Er wird jetzt sehr müde sein wahrscheinlich. Okay, was macht er denn da gerade? Lenz Trank hat dich stärker gemacht. Ich glaube, für die Hilfe ist ein Dankeschön angebracht. Ja, danke für den Trank. Der hat wirklich geholfen. Er ist, glaube ich, ziemlich müde. Vielleicht kannst du mir ja auch irgendwann noch welche davon machen. Ich bin es... warte, damit ich es mit meinem Bruder aufnehmen kann. Ja, bestimmt mal. Ich meine, so schwer war der jetzt nicht, ne? Okay, cool. Damit haben wir das auf jeden Fall auch erledigt. Ach, der von 18 Uhr spendiert da gerade Strings. Da hätte ich ein bisschen besser raufgucken können. Okay, aber dann gehen wir 18 Uhr nochmal hin. Dann hole ich mir doch mal so ein Wurzelbier. Oh Gott. Das klingt echt nicht so lecker. Aber was soll's. Was wollte ich nochmal? Ich wollte eigentlich den Kessel upgraden gehen. Die Frage ist halt, hat das noch auf dort überhaupt? Stehen die Öffnungszeiten mit dran? Nö. Bauen und einrichten. Ich finde schön, dass der Laden so heißt. Sehr kreativer Name. So. Okay, dann laufen wir dann mal hin. Ich glaube aber, die haben sehr, sehr früh zugemacht. Ich glaube, um 16 Uhr genau. Und wenn wir ankommen, ist es 16 Uhr. Naja, gut. Obwohl, schnell, schnell. Oh, okay. So. Warte, was? Bis 15 Uhr. Okay, ja, okay. Sagt doch gleich, dass ihr keine Kunden haben wollt. Mein Gott. Da muss ich jetzt einfach mal ganz ernst sein. Aber gut, was soll's. Ach, warte mal. Wir wollen noch mit Luke noch die Freundschaft schließen. Demnach gehen wir da jetzt auf jeden Fall auch nochmal vorbeischauen. Und sprechen mit ihm. Ich glaube, ein Geschenk wird er nicht sofort annehmen, weil wir es ja letztens erst gerade... Ist er hier drin? Ach, halt so. Jo. Wir reden mal mit ihm. Hast du Laura getroffen? Meine kleine Schwester? Sie ist ein ziemliches Energiebündel, oder? Ja, Geschenk nimmt er nicht nochmal. Du weißt wirklich, wie man jemanden glücklich macht. Ah, okay, doch. Okay, also sobald wir Missionen mit den beiden bekommen, also mit Osman und ihm, haben wir zwei weitere Freundschaften geschlossen, was nice ist. Und die da oben führen gerade ein sehr intensives Gespräch. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier machen soll. Soll ich eine neue Frisur machen, aber die sehen alle nicht so... Also ich finde die ich jetzt habe, noch am besten... Also die hier sieht auch noch nice aus, aber die sieht aus wie ein Lego-Charakter, die letzte. Und das ist halt einfach nur ein Buzzcut. Also da finde ich das schon am besten. Hm.
Wo das wahrscheinlich näher an meine echte rankommt. Oh, ich habe die jetzt aus Versehen ausgewählt. Ich meine, okay, seien wir ehrlich, es sieht ganz cute aus. Aber ich glaube, ich mag die andere trotzdem noch mehr. Ah, die sieht schon ein bisschen besser aus. Die ist ein bisschen mehr Anime-like. Weil imagine, Haare legen von natürlicher Art und Weise so. Und imagine, man hat wirklich lila Haare. Also halt natürlicherweise. Das wäre irgendwie cool. Ich habe generell mal überlegt, stellt euch mal vor, Menschen hätten generell mehr verfügbare Haarfarben, die natürlich sind. Das wäre halt interessant. Wir können mit der Katze reden? Wir können der Katze ein Geschenk machen? Miau. Oh, wie süß. Ich will mich mit der Katze anfreunden. Miau. Oh, ich möchte... Okay, wir... Plan um... anderer Plan. Wir befreunden uns mit... Wie heißt sie? Oder er? Kips. Wir befreunden uns mit Kips. Das ist ein besserer Plan. Tut mir leid, Osman. Tut mir leid, Luca. Aber an der Katze kommt keiner vorbei. Die Katze kann mich auch sonst wie hacken noch oder so. Das wird für mich dann trotzdem mein Favorit bleiben. So. Okay. Warte, hat Boni schon gegessen heute? Ja, ne? Ja, ich habe schon wieder Alzheimer. Tut mir leid. So, es ist 18 Uhr. Wo ist mein gratis Bier? Ich hoffe, es ist kein Bier. Ich hoffe, es ist eher so cocktailmäßig. Irgendwie so ein Mojito oder so. Die sind okay. Möchtest du etwas essen oder trinken? Ja, danke. Setz dich. Ich bringe dir deine Bestellung zum Tisch. Okay. Bin gespannt, was es gibt. Zu wen setzen wir uns? Osman, ne? Helen! Komm hier rüber, setz dich zu mir. Gerne doch. Wie war dein Tag? Hast du dich schon gut in der Stadt eingelebt? Ja doch. Wenn du erschöpft oder gestresst bist, dann komm einfach hierher. Hier geht es vielen so. Auch mir. Ich komme gerne hierher, um abzuschalten. Ich habe immer viel zu tun und trage die Verantwortung für die anderen Polizisten. Hier kann ich meine Sorgen und Pflichten für einen Moment vergessen. Natürlich verschwinden die Probleme damit nicht. Yeah. Das ist so ein Ding. Oh, der setze ich auch dazu? Oder was? Osman, dein Team braucht dich. Eine Warenlieferung wird gerade von Wildtieren aufgehalten. Osman denkt sich auch nur so, ach Mann. Da kann man nichts machen. Tut mir leid, dass unser Gespräch so abrupt enden muss. Ich sollte noch schnell bezahlen. Du lädst mich heute ein? Das ist sehr nett von dir. Das nächste Mal geht auf mich, klar? Nice. Komm, wir müssen gehen. Okay, cool. Aber sind wir jetzt schon richtig so befreundet mit ihm, oder? Anscheinend nicht. Wer kommt denn dann noch alles? Die wollen ja alle mit uns reden. Ah ne, das ist die Dings. Hier ist deine Bestellung. Was gibt's denn zu essen? Nein, nicht. Ich hab's nicht gesehen. Was gab's denn? Oh, let's go! Und damit sind wir mit Osman befreundet. Nice, cool. Also das war ja auch mein Ziel. Und jetzt halt noch mit Luke oder mit Kips. Ich weiß nicht, ob Kips zählt, aber ich hoffe es. Warte, was macht... Achso, ich hab grad gedacht, Ciao raucht da hinten einfach so. Raucht da so eine Bong. Aber ja, da hat man auf jeden Fall gerade nochmal gesehen, dass es, glaube ich, auch in diesem Spiel verschiedene Enden oder sowas vielleicht irgendwann geben wird. Weil da waren ja drei Personen und wir haben uns zu der gesetzt, mit der wir uns am besten verstehen, in dem Fall Osman. Da waren ja auch zur Verfügung zum Beispiel Hanna und Maya. Und hätten wir mit den beiden besseren Vertrautengrad oder halt einen besseren Freundschaftsgrad, dann hätten wir uns zu einem der beiden gesetzt. Aber wir haben uns zu Osman gesetzt, weil wir uns mit ihm am besten verstehen. Das ist ziemlich cool. Ich mag das sehr gerne. So, wir reden mal mit Helene, weil die ist ja mit uns jetzt auch befreundet. Ich verstehe nicht, warum an Tarotkarten als ominös angesehen werden. Im Gegenteil, die Orientierung durch diese Karten war sehr hilfreich. Ich weiß immer noch nicht, ob die Freundschaft zwischen Helene und mir so interessant... Also, naja. Ich weiß nicht. Sie macht halt genau das, was ich nicht unterstütze zum Thema Glücksspiel. Oh, das ist er. Otter und Ellie, aus dem Weg. Sie nannten ihn auch die Kanonenkugel. Das ist ein Name, dem auf jeden Fall passen würde. Wir reden mal mit den anderen, oder?
Hey, ich bin Rainer. Ich bin der Zimmermann. Ich frage mich, ob es in der Hauptstadt Zimmer... Oh, jetzt red doch nicht in den Weg. Zimmerleute wie mich gibt. Warum sollte es das nicht geben? Du bist sicherlich keine Seltenheit mit diesem Job. Hey, du bist also das Alchemie-Genie. Du bist kleiner, als ich gedacht habe. Mann! Ich bin Runenherz und schon bald die legendäre Schmiedmeisterin von Mondburg. Mann, ich bin 1,81, das ist nicht so klein, okay? Oh, warte mal, wir reden mit der... Hä, warte mal, wir reden mit der, nicht mit... Okay, egal. Nee, warte, hä, von wem ist das denn jetzt? Doch, das ist von Dan. Wie ist dein Name, Blaujacke? Die Leute nennen mich Captain Dan. Willst du mit meiner Crew willst du bei meiner Crew anheuern? Arr. Hey, ja, wo ist meine Antwortmöglichkeit? Können wir nicht hinten rein? Öffnen. Ah, ich wollte gerade sagen, das Labor, als ob die so ein Labor haben. Kein Wunder, dass du deine... Okay, die reden immer ein bisschen zu schnell in dem Fall. Guten Tag, Glenn. Oh, wie unhöflich von mir. Mein Name ist Martha. Niemand in Mondburg ist absichtlich unfreundlich. Kümmere dich nicht um... Oh, sie brauchen nur ein bisschen mehr Zeit. Das meinte sie schon mal zu uns. Aber korrekt von ihr. Was gab's ja nicht noch im Shop? Ich finde das ein bisschen nervig, dass man immer durchswitchen muss. Ich meine, das ist wahrscheinlich okay. Ich bin froh, dass es überhaupt funktioniert. Aber trotzdem. Haben wir jetzt eigentlich Geld verloren, weil wir es ausgegeben haben? Nee, ne? Einfach kostenlos am Essen gewesen. Heute war eh der kostenlos Essen-Tag. Und Osman dachte jetzt so, oh, wie toll von ihm. Oh, er steht ja jetzt hier wieder. Ich habe heute so viel zu tun. Wenn du nichts Dringendes hast, dann geh bitte. Das zum Thema. Nee, hä? War das doch nicht Hannah, die da saß am Tisch? Hannah sitzt halt hier. Lass mich bitte allein. Ich suche nach Inspirationen für meine Arbeit. Okay. Viel Glück damit. Viel Glück damit. Aber bei mir hättest du Inspiration gefunden. Tut mir leid. Ich kenne mich sehr wohl mit Mode aus. Auch wenn ich nicht so aussehe. Ja, also zumindest beschäftige ich mich mit dem Thema. So. Nochmal Boni streicheln. Und dann geht's ab ins Bett. Ist schon spät. Hey, aber nice, dass wir auf jeden Fall alle Tränke jetzt gebraut haben. Und vielleicht upgraden wir den Kessel trotzdem noch. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich derzeitig noch nicht, ob wir das auch noch machen. Ja, ich möchte schlafen. Mal sehen, ob wir einen neuen Patienten haben. Tatsächlich. Habe ich's mir doch gedacht. Ich bin auf dem Weg. Oh. Was geht nun ab? Wer klopft da? Soll ich aufmachen? Oh. Okay. Unerwartet. Len, wie geht es dir? Du hast Besuch. Schön, dich wiederzusehen, Len. Ich muss sagen, dass uns unser kleines Alchemie-Genie hier sehr beeindruckt hat. Und wir haben beschlossen, dir die Möglichkeit zur Beförderung zu geben. Yo! Denn natürlich möchten wir, dass du hier so vielen Menschen wie nur möglich hilfst. Deswegen bin ich hierher gekommen, um dir mitzuteilen, dass du die Alchemikusprüfung. Alchemikusprüfung ablegen darfst? Was? Okay. Warte, was? Oh, ich habe gedacht, er küsst uns jetzt. Ich hätte nichts dagegen, aber trotzdem. Tada! Wenn du diese Prüfung erfolgreich abschließt, bekommst du die Lizenz zum Brauen eines äußerst wirkvollen Tranks. Ein Trank, der auch komplexere Krankheiten kurieren kann. Und das wäre noch wunderbar für diese schöne Städtchen, nicht wahr? Ja, bestimmt. Ich gebe dir Bescheid, wenn es in dieser Angelegenheit Neuigkeiten von Len gibt. Und ich dachte schon, du stehst nur da und lässt mich kommentarlos wieder gehen, Sekretär. Ich mache nur meinen Job. Ich weiß, dass du das schaffst, Len. Ja, danke schön. Ich werde es schaffen. Ich zeig's euch. Ich bin das beste Alchemie-Genie. Jetzt wollte ich hier mal nicht zu, ne? Also.
Naja, ich würde auf jeden Fall sagen, wie wir den neuen Trank erforschen und wie wir den Alchemikus, die Alchemikus-Prüfung irgendwie bestehen oder so, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen Potion des Tages und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye!